Einen schönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu Oxygen Not Included mit einer kleinen Entschuldigung zum Anfang. Ich habe ja die letzte Folge leider ausgelassen, da habe ich nichts veröffentlicht. Ja, ich hatte ein bisschen Stress wieder auf Arbeit, naja, wie das dann halt so ist, wenn man nicht rechtzeitig die Folgen vorbereitet hat, dann dauert das natürlich dann auch ein bisschen, bevor man nachproduziert hat. Deswegen nehme ich die Folge hier auch relativ spontan auf und lade sie relativ spontan hoch, sodass ihr dann auch mal wieder eine neue Folge bekommt. Es kann sein, dass es immer noch so ein bisschen hakt. Ich habe auch mir das eine oder andere, den einen oder anderen Kommentar von euch schon mal reingezogen, was alles nicht so ganz rund läuft und was alles nicht so ganz optimal läuft. Vieles davon bin ich schon dabei zu beheben. Manche Sachen funktionieren eben noch nicht so, wie ich mir das so vorstelle. Aber ich hatte ja auch schon mal gesagt, ich werde wohl mit dem nächsten Update kein direktes neues Spiel starten, sondern wir werden halt bald so eine Art Tutorial-Folgen machen. Das heißt, wir werden uns ein paar Themen zu Gemüte führen, wir werden uns ein paar grundlegende Sachen anschauen, auch für die Leute, die vielleicht Oxygen Not Included bis heute noch nicht gespielt haben. Und dann werden wir uns natürlich auch noch mal ein paar Sachen zu Gemüte führen, wie man vielleicht strategisch an gewisse Sachen herangeht, wie man ein paar Sachen ausprobieren kann und wie man ein paar Sachen bauen kann und manche Probleme besser lösen kann und so weiter und so fort. Das ist eigentlich so der Plan. Und wenn ich dann eines Tages dann soweit bin, dann starten wir dann halt wieder mit einer neuen Staffel. Also wie gesagt, wir bringen das erstes Mal zu Ende, dann kommt eine Tutorial-Staffel und dann schauen wir mal, wie es irgendwann mit Oxygen Not Included weitergeht. So, wir haben immer noch Nahrungsmangel, wir haben Verhungern, das ist natürlich äußerst bescheiden. Problem ist, weil wir haben hier keine Mehllaus, weil hier nämlich noch, ach ja, Wachstum, das haben wir dann auch noch wieder das Problem. Wir machen mal das kontinuierlich. So, wir müssen leider, die Matschriegel müssen wir bauen, weil sonst haben wir gleich echt ein Problem. Wir müssen echt das hier irgendwie gebacken kriegen mit den Körpertemperaturen. 31 Grad. Wie schaut das hier eigentlich aus? Ich habe leider... Achso, da wird jetzt doch... Okay. Ich wollte schon sagen, hey, warum läuft das nicht? Aber na klar, ohne Kohle funktioniert das natürlich auch nicht. So. Ja, das ist natürlich blöde. Achso, hier, richtig, hier wollte ich ja auch nochmal so ein Töpfchen. Hier wollte ich nochmal ein Töpfchen hinsetzen. Deswegen habe ich nämlich auch in letzter Vergangenheit. Deswegen habe ich ja in der Vergangenheit, habe ich jetzt leider auch nicht so viel geschafft. Normalerweise ist das ja so also mein Ansatz bei Oxygen, dass ich hier möglichst, erstmal ein bisschen weiterspiele, ein bisschen was mache. Und, dass ich dann jetzt wieder Folgen aufnehme, dass ich mir also zwischen den Folgen ein bisschen mehr Zeit lasse. So, jetzt mal kurz mal auf Prio setzen, damit wir hier die Temperatur mal ein bisschen runtergezogen kriegen. Das wollte ich ja eigentlich hier gemacht haben, ne? Aber das hat ja auch nicht so ganz funktioniert hier. Bei der Temperatur. Ich dachte ja, dass wir hier den Sauerstoff erstmal so weit runtergekühlt kriegen, dass das im gesamten System ein bisschen kühler läuft. Aber, naja. Achso, so, warte mal. Das packen wir mal an. Ein Strauchwurz. Keuchwurz? Sträuchwurz. Ich meine, mein Sträuchwurz. Natürlich nicht. Was wollte ich gesagt haben? Ja, ich lasse mir normalerweise zwischen den Folgen mal ein bisschen mehr Zeit, damit ich auch mal ein bisschen was umgesetzt bekomme, weil manche Sachen brauchen halt einfach länger, da muss man halt einfach abwarten, bis die Duplikanten soweit sind, entweder weil sie gerade Essensprobleme haben oder sonstige Probleme. Und das versuche ich dann erstmal zu fixen, bevor ich dann die nächste Folge aufnehme. Oh, guck mal hier, da fängt er an, so ein bisschen was zu tun, das ist sehr schön. Ja, und das habe ich jetzt momentan eben nicht gemacht, weil mir eben die eine oder andere Folge fehlt. Da hatte ich nämlich erstmal andere Prioritäten. Naja, und dann halt Arbeit ist dann immer so das eine Ding. Da gibt es viele Sachen, die ich auf dem Zettel habe. Und ja, das ist immer so ein bisschen problematisch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen mal gucken, dass wir die Jungs und Mädels, dass wir die immer wieder ein bisschen in Lohn und Brot kriegen sozusagen. Ich packe mal erstmal... So, ich brauche nämlich auch noch die Kohle. Wir haben zwar 7 Tonnen, aber das ist natürlich auch ein bisschen überschaubar, das Ganze, an Kohlereserven. Ich gehe mal das mal auf 8. Machen wir die anderen erstmal auf 9 hier, die Kameraden. Damit die Kohle nicht runterfällt. Obwohl, na gut, die Kohle ist nicht so schlimm. Das fällt hier runter, das können wir hier alles schön einsacken.
Algen haben wir 442 Kilo, das wird auch knapp. Kohle haben wir 8, fast 10 Tonnen. Okay, hier gehen die Mehlhölzer so langsam. Die kriegen so langsam richtig Temperatur, das ist gut. Ja, Duplikanten sind gestorben, weil sie verhungern. Ja, tolle Sache. Wasser fehlt uns hier, weil wir hier noch gar nichts an Wasser gebaut haben. Das ist auch sehr gut von mir durchdacht. So, machen wir das mal hier. So. Bauen wir das Ding mal. Das müssen wir auch leider auf Prio setzen. Es tut mir leid. Ja, toll. Jetzt sterben sie mir alle weg. Ja, dann müssen wir jetzt mit leben. Dann müssen wir jetzt durch. Auch auf die Gefahr hin, dass uns hier plötzlich die ganze Bagage drauf geht. Aber das ist nun mal doof gespielt. Da muss ich nun mal durch. Ja, ich muss auch so sagen, wirklich, also Oxygen Not Included ist nicht eines der Spiele, die man mal ebenso spielen kann. Das ist also ein Spiel, mit dem man sich wirklich befassen muss. Das ist immer so mein Problem gewesen. Oh, guck mal hier, dass sich das richtig schön, dass die ganzen Pflanzen hier wieder so ein bisschen nach oben kommen. Sehr gut. Ich habe jetzt hier auch außen zugemacht. Ich glaube, das hatte ich in einer der letzten Folgen schon gemacht, dass hier wirklich von außen keine Luft mehr reinkommt, dass wir hier das ein bisschen versiegelt haben. Dass nur die Durchgangstür zwischen diesen beiden Farmen, dass da sich die Luft so ein bisschen austauschen kann, auch von der Temperatur her. Sehr gut. Die Pflanzen wachsen wieder massiv. Das ist schön. Ich glaube, das wird zu langsam. So, wie schaut es eigentlich hier aus mit der Temperatur? Körpertemperatur 30,1, 30,2. Das switcht immer so ein bisschen hin und her. Ich denke mal, es liegt auch am Keuchwurz. Weil wir die Luft nun massiv darunter kühlen. Also hier kühlen wir sie massiv runter, damit wir hier schon mit der kühlen Luft reingehen. Dann wird sie hier theoretisch nochmal runtergekühlt. Rein theoretisch zumindest. Und dann wieder gekühlt zurückgegeben. Ich muss mal eben kurz gucken. So, was haben die hier für eine Temperatur? Ich gehe mal kurz auf Pause. 29,7, 30,3, 30,6. So, die gehen raus mit einer Temperatur von 29. Ja, ist nicht so ganz so prall. Was kriegen wir rein? 30 Grad, 30,4, 34 geht's rein. Also ein bisschen runterkühlen tut die Anlage schon, aber... Ja, ich versuche das eben halt durch die Keuchwurzel hier noch ein bisschen zu unterstützen, dass wir, wie gesagt, die Temperatur, die Lufttemperatur schon kühl reingeben, damit das ein bisschen mehr fruchtet. Und hier sieht man es noch gerade so. Hier sind wir gerade so im Grenzbereich von diesen 30 Grad. Ah, ja. Ich hatte irgendwo in den Kommentaren gelesen, dass meine Farmen hier überdimensioniert sind. Ich meine, es kann natürlich durchaus sein, dass sie überdimensioniert sind. Auf jeden Fall versuche ich aber immer das Maximum von der Baufläche immer zu bauen. Damit ich das nutzen kann, weil ich habe nachher später nicht mehr die Möglichkeit, diese Farm meistens auszubauen. Vielleicht ist das auch der Fehler. Vielleicht sollten wir einfach mehrere Farmen bauen, wo wir nämlich dann auch zumindest die Strategie hätten und den Lösungsansatz hätten, dass wir, wenn wir zum Beispiel 4 Farmen hätten und von 4 Farmen 2 kaputt gehen oder vielleicht nicht so ertragreich sind, dass die anderen 2 vielleicht mehr Erträge bringen und dass die uns so ein bisschen das Leben safen. So, da gehen wir mal wieder runter. Wir machen mal wieder Läusebrot kontinuierlich. In der Hoffnung, dass das hier langsam fruchtet. Und hier könnte es auch so langsam fruchten mal. Alles noch nicht so richtig. Wir müssen hier die Temperatur runterziehen. Wir müssen hier noch runterkommen von der Temperatur. Ich meine, hier vorne funktioniert das so ganz gut in dem Bereich, aber wir brauchen hier ja auch diese Lämschken. Obwohl Lämschken, ich gucke mal eben, hatten wir noch mal hier auch irgendwo diese komischen Leuchtkäfer, aber ich glaube, die sind mittlerweile alle schon krepiert, wie teilweise auch hier die Hatches, die ja teilweise krepieren, weil sie ja nichts zu fressen kriegen. Zum Glück haben wir jetzt hier erstmal wieder aufgefüllt, das sollte gehen. Nahrungsmangel, das sieht natürlich blöd aus. Von denen werden sieht das gut aus. Immunsystem, Stressfaktor geht noch einigermaßen. Ist grenzwertig, aber zumindest haben wir momentan erstmal, haben wir es erstmal
Na, überstanden würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber wir sollten noch mal gucken. Wir haben ja auch einen Duplikanten, den wir jetzt einstellen können. Bau und Versorgung fehlt uns, Landwirtschaft fehlt. Das ist natürlich bitter. Ich würde mal sagen, wir gehen mal Richtung Landwirtschaft bauen, versorgen. Landwirtschaft bauen, versorgen. Freundlichkeit, Landwirtschaft, Mundatmer finde ich doof. Landwirtschaft 0, Landwirtschaft 0. Versorgung, Versorgung, bauen. Reizdarm. Kann ich graben. Finde ich alle nicht gut. Ganz ehrlich, ich finde alle nicht gut. Dann warte ich lieber nochmal auf den einen oder anderen. So. Also den können wir eigentlich auch schon mal abbauen hier. Könnte man das vielleicht sogar erweitern hier auf die Fläche. So, Forschung abgeschlossen, das haben wir gekriegt. Hochdruck, Gasabzug, da brauchen wir wieder veredeltes Metall und Plastik für. Na, ein Glück. Ein Glück, dass wir das nicht haben. Automation haben wir auch was freigeschaltet, den Hydrosensor. Auch da brauchen wir wieder veredeltes Metall und Thermosensoren. Hydrosensor, das war eigentlich, den wollte ich eigentlich haben, damit ich hier, damit das Wasser nicht ganz bis nach oben steigt oder bis hier, dass wir das so ein bisschen abfangen können. Dass wir entsprechend die Pumpen abschalten können oder je nachdem, wo wir das am, was am meisten Sinn macht. So. Vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen mehr züchten, aber ich wüsste jetzt nicht. Essbar, Kochzutaten, Hatchling, Egg, 0. Wie geht's den Kameraden hier? Ich muss mal ganz kurz gucken. 8 Tiere haben wir hier. Zahm. Ordnung, Stall. Hedge sagt, verhungert. Glamm, gepflegt. Warum verhungert der dann bitte? Verhungern die alle? Gepflegt, hungrig, okay. Verhungert. Hä, warum verhungern die da? Die haben doch hier ihre... Stonehenge. Hedge. Sand, Sandstein, weil wir keinen Sand und Sandstein haben oder was, aber wir haben hier 129 Tonnen Sandstein, also. Oh, warte mal. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. 2 Kilo. Das ist nämlich das Problem, Magmatit. Das ist das Problem. Wir haben jetzt 2000 Kilo Magmatit drin. Und das macht so keinen Sinn, weil wir natürlich jetzt haben wir kein Material mehr oder nichts mehr zu essen für die Hedges, also für die normalen Hedges. Okay, das ist natürlich doof. Lagerverdichter. Jetzt ist natürlich die Frage. Was ist denn das hier? Lagerverdichter maximal 2000 Kilo. Wenn ich jetzt auf 1000 gehe. Was macht er bei 1000? Schmeißt er dann... So, jetzt haben wir es auf 1000 gesetzt. Lagert er dann nur 1000 pro Verdichter ein oder 1000 pro Element, hätte ich jetzt fast gesagt. Also pro, also 1000 mal Magmatit, 1000 mal davon. Bin mir da nicht ganz sicher, das müssen wir mal ausprobieren. Ich werde das nochmal anders machen. Ich werde Stonehatchling, ich werde das mal rausnehmen. So. In der Hoffnung, dass sie dann jetzt da erstmal Sandstein erstmal reinschmeißen. Aber Magmatit ist eigentlich nur hier für den Stonehenge hier. Gib da mal auch mal ein bisschen Prio rauf. Tut mir leid, aber es muss sein. Oh, jetzt fordern die alle. Wunderbar. Da gucken wir jetzt gleich mal, was sie da alles reinschmeißen. Ja, die fordern natürlich erstmal jetzt. Muss sein. Oh, die fordern aber richtig gerade, die Kameraden.
Ja, ist ja auch richtig so. Ich habe sie hungern lassen. Das habe ich aber auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die ja nur eine Kapazität von 2000 haben. Logisch. So, und wenn ich jetzt 1000 vorgebe, ist eben halt die Frage, füllen die tatsächlich nur bis 1000 oder 1000 pro Element? Das wäre jetzt nochmal... Das wäre jetzt tatsächlich nochmal eine Frage. Oder wir müssen halt von den Dingern zwei bauen. Dann bauen wir sonst halt ein... Das können wir eigentlich auch machen. Wir bauen davon einfach einen zweiten, fertig ist. So, wir machen nämlich einfach einen Tierfütterer. Einen zweiten bauen wir uns dahin. So, wir bauen uns einfach zwei hin. Einen machen wir nur für die Stonehenges und einen machen wir halt nur für Sandstein. Das können wir eigentlich auch gleich mal direkt einstehen. Den machen wir für Hedgelinge, Sand und Sandstein. Das lassen wir auch drin. Und für die Hedges machen wir dann wirklich hier nur... Sand und Sandstein, aber Sandstein beziehungsweise Sand essbar, Kochzutat, Filter, wollten wir denn Filtermaterial da? Sand 59 Tonnen. Nehmen wir mal lieber Sand raus, dass wir nur mit Sandstein füttern. So, lassen wir Sand mal weg. So. Und in den packen wir den Magmatit rein. So machen wir das erstmal. Gut. Da hatten wir schon automatische Autoernte, hatten wir schon drin. Okay, hier auch, glaube ich, überall. Ja, hatten wir. Okay. Haben wir denn hier die Möglichkeit... 5 haben wir. Na, Dornbeeren fehlen uns. Dornbeeren, mein Gott. Dornbeeren fehlen uns. Verbraucht 5 der verfügbaren 127 Graupelweizen. 0 Kalorien haben wir, 1600 bräuchten wir. Wir brauchen die Pflanzen hier. Wir brauchen die. Die müssen wachsen. Die müssten wachsen, die müssten wir haben, diese Dornblüten. Dann kämen wir wieder so ein bisschen voran, dann könnten wir nämlich diese komischen Riegel da machen. So, die Pflanzen wachsen alle, das freut mich sehr. Hier ist es ja auch nicht das Problem, so runterzukühlen. Hier ist es nicht das Problem, weil wir halt hier diese Lämpchen hier nicht haben. Das ist das Problem. Ich frage mich gerade nur... Hier haben wir auch die Temperatur nach unten gesetzt. Das ist gut. Warte mal, ich glaube, ich werde hier mal alle abbauen. Ich hatte das ja schon mal versucht, hat es nicht so richtig funktioniert. Oh, hier ein Hedge-Ei. Einsammeln! Oh. Critters. Erlegt Hatchling, Stone Hatchling, normaler Hatchling. So, vielleicht kriegen wir das jetzt mal endlich gewuppt. Mein Problem war ja eigentlich immer tatsächlich das Essen. Also irgendwo früher oder später sind sie alle verhungert. Zwar auch nachher so mit Problemen mit Erde und so weiter und so fort, aber letztendlich... war es nachher auch immer das Essen, was gefehlt hat. Aber vielleicht kriegen wir es hier jetzt ja tatsächlich mal hin. Vielleicht fruchtet das auch doch so langsam. Na, die wachsen zumindest, die ganzen Sachen hier. 28 Grad, was haben wir hier? Gut, die haben jetzt gerade noch so um die 30, was mich eigentlich wundert, weil hier müsste eigentlich erst recht die kühle Luft ankommen. Dornblüte wächst. Ja,
Nahrungsmangel, das könnte wirklich helfen. Wir haben 2,8 Kilokalorien, also 2800. So, eigentlich können wir das hier unten einfach mal alles mal abbauen, finde ich. Das werden wir auch mal machen, wir werden das mal alles abbauen. Aufräumen, zerlegen, das machen wir mal, das mal komplett weg. So. Hier müssen wir sehen, dass wir das Wasser mal irgendwie ja aufgefüllt bekommen. Oder, ja gut, ich meine, das filtern wir ja und das nutzen wir dann letztendlich an den WCs. Huch, geht hier denn ab? Warum ist das kaputt? Ich werde das mal auf Prio setzen. Damit die das möglichst schnell reparieren, den Scheiß. Das dürfte wahrscheinlich auch an der Temperatur liegen. Es ist einfach zu heiß hier drin. Das wird das Problem sein. Das wird das Problem sein, aber ich könnte die Luft auch wirklich nur die Temperatur auch nur hier rauslassen. Nach oben bzw. zu den Seiten. Hier ist das schwierig. Na, das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus hier. Das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus. Die Kalorien gehen auch so langsam nach oben. Können wir hier schon irgendwas machen? Knorpelbeere. Omelette. Tier-Eier hatten wir doch eben. Warum haben sie das schon wieder hingepackt? War das hier? Kochzutat, essbar. Hatchling-Egg. Hä, wo sind das Ei abgeblieben? Da war doch irgendwo ein Ei. Lag doch hier rum. Irgendwo. Barbecue. Pinscher Pfeffernuss verbraucht 1 von 12. Fleisch haben wir momentan nicht da. Da wollen wir ja hin, dass wir auch ein bisschen Fleisch herstellen können. Pfefferbrot, Graupelweizenkorn und Pinscher Pfeffernuss. Da können wir sogar Pfefferbrot herstellen. Hervorragend, 4000 Kalorien. Ich würde sagen, da machen wir uns erstmal ein bisschen was von. So, einen Koch hatten wir ja schon, ne? Koch haben wir da, sehr gut. Also wie gesagt, Landwirtschaft brauchen wir auf jeden Fall. Landwirtschaft, Bauen, Versorgung, Landwirtschaft. Bauen, Versorgung, Landwirtschaft. Landwirtschaft, sehr schön. Bauen, Versorgen. Gastrophobie, kann nicht kochen. Gut, will mir jetzt relativ Latte. Bedienen. Ja gut, dann nehmen wir doch Travaldo. Ich würde mal sagen, wir nehmen Travaldo. Können wir gleich auf Landwirtschaft trimmen, hier den Kameraden. So, Travaldo, zack. Kann er sich so ein bisschen mehr um die Landwirtschaft kümmern. So, mal gucken, wie geht's meinen Hedges. Glücklich gepflegt, das ist schön. Glücklich gepflegt. Die haben alle, glaube ich, mittlerweile gefuttert. Das ist schön. So, haben wir hier noch 8 Tiere. Ja, wunderbest. Ah, es klappt doch mittlerweile ganz gut wieder. Wir kommen so langsam wieder nach oben. Die Pflanzen, die wachsen auch alle so ein bisschen. Na gut, hier die Körpertemperatur von der Dornblüte ist jetzt nicht so... Die sind jetzt alle kaputt gegangen. Ach so, weil hier kein Licht mehr. Ich wundere mich gerade schon. Warum? Wo hängen die denn drauf? Die hängen drauf an dem Generator hier. Ach Gott, ich habe das auch im Arsch des Planeten noch hingebaut hier. Gut, Kohle haben wir noch ein bisschen verbrauchbares Erz da. 7 Tonnen sogar noch. Okay. Gut, an dieser Stelle, die Jungs und Mädels gehen pennen, dann können wir uns auch mal eine kleine Pause gönnen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Sorry nochmal, dass ihr ein bisschen auf diese Folge warten musstet, aber na, wie das halt immer so ist, man hat halt einfach auch nicht immer Zeit zum Zocken. Und ja, trotzdem hat es wieder Spaß gemacht. Schauen wir mal, dass wir das Ruder noch irgendwie, wie immer, so rumgerissen kriegen, dass wir das hier nochmal ganz mit Erfolg irgendwie nochmal lösen können, hier die ganzen Probleme. Vor allem auch Essen.
meine, gut, Stress geht gerade runter so ein bisschen. Immunsystem ist wieder bei 100. Essen geht wieder so langsam nach oben. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ein paar Duplikanten von uns gegangen sind. Rest in Peace an dieser Stelle. Ruhe in Frieden. Und ja, schauen wir mal. Hoffentlich fruchtet das Ganze mal das System hier, dass wir mal ein paar Hatches züchten können, dass wir da ein bisschen mehr an Fleisch kommen und so weiter und so fort. Ihr kennt meinen Plan. Und wie ich schon sagte, wir bringen hier diese Staffel bis zum nächsten Update noch zu Ende. Und ab dem nächsten Update machen wir erstmal ein bisschen Tutorial. Also, vielen Dank nochmal, dass ihr da gewesen seid. Wir sehen uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.